Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Arcania, Gothic 4. Ja, wir sind endlich wieder dabei bei Arcania spielen. Hat ja lang genug gedauert, bis ich wieder spielen kann. Konnte. Warum jetzt hier so eine große Pause zwischen war, das könnt ihr dann, wenn ihr meinen Reprobates-Video verfolgt, anschauen. Verfolgt, könnt ihr sehen. Ja, genau. Und ja. Einfach auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Ja, damit habe ich schon mal ein bisschen Werbung gemacht. Gute Technik, einen Part anzufangen, ne? Was haben wir jetzt eigentlich vor hier? Das ist das Inventar. Das ist nicht da. Ja, genau, das wollte ich. Was gibt's denn hier? Bring das Seelenamulett zu Irik. Irik ist wahrscheinlich draußen. Weg zu Lord Gavan. Zerbus für Ogbosch. Ja, schauen wir jetzt erstmal hier raus. Ist der richtige Weg, oder? Ja, das ist der richtige Weg. Sehr gut. Ja. Ich glaube, in der Höhle habe ich schon alles mitgenommen. Ich hoffe es zumindest. Wenn nicht, ist auch egal. Hier ist auch schon der Ausgang. Es ging schneller, als ich dachte. Ich frage mich auch, ob es was bringt, aus diesem Fass rauszutrinken. Ach, nö, du. Ist doch nicht wahr. Ich mache erstmal den Zaubererplatz. Das scheint am intelligentesten zu sein. So. Ihr kriegt mich nie. Oh. Alter. Da bin ich nicht ausgewichen. Der reagiert so langsam. Das liegt nicht an meiner Unfähigkeit. Das liegt daran, dass der Charakter so langsam reagiert. Auch ein Halt. Aua, jetzt hör doch mal auf mit der Scheiße hier. Du, da hinten kotzt mich eh schon die ganze Zeit an hier. Hör mal auf, die Scheiße da zu spucken hier. Gleich mal ein bisschen Hasch nehmen. So. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Schade, dass es kein Flächenloot gibt. Also, dass ich einen loote und dann loote ich gleich alle. Es gibt ein paar MMOs, glaube ich. Ja, das wäre ganz cool. Naja, was leuchtet da eigentlich so blau? Ach so, das ist das Port-Dings. Okay. Hier müssen wir auch schon eine Quest abgeben. Ist ja total nah gelegen. Ist ja dolle. Was sind da? Warum sind da Viecher? Also Dingens da. Innenstatuette. Aha. Gut, dass es diese Schmetterlinge gibt. Gulkatsch, Mensch. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Egal, ich will gar nicht mit dir reden. Hallo, Erik! Erik ist verloren. Hier ist dein Amulett. Jetzt bist du nicht mehr verloren. Hier ist dein Amulett. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin Erik. Wenn es auf dem Amulett steht, wird das wohl stimmen. Du. Ich bin Erik, Moriks Sohn. Ja. Schön für dich, ich. Moriks Sohn kämpft. Erhak stirbt! Orkurugura! Aber nicht sofort. Moriks Sohn kann warten, bis ich mit Melok gesprochen habe. Warum hat Sherlock dein Amulett Warum hat geklaut? Sherlock dein Amulett geklaut? Sherlock hasst Morik. Sherlock will auch Anführer sein. Aber Morik ist stark. Sherlock verliert. Sherlock nimmt Rache an Moriks Sohn. Ich nehme auch Rache an Sherlock. Also, Sherlock klaut meine Seele.
Wunderschöne Kameraführung, muss ich hier bemerken. Was machst du jetzt mit dem Amulett? Ich kämpfe! Ich besiege Erhak! Ich räche Morik! Ich werde Häuptling! Was für ein Häuptling wirst du sein? Ein Häuptling wie Morik! Wir fischen! Wir jagen! Der Stamm ist glücklich! Was hast du mit Gawan gemacht? Was hast du mit Gawan vor? Gawan geht frei! Frei wie der Fisch! Geht zurück zu seinem Stamm! Die Menschen leben in der Burg! Die Orks leben in den Höhlen! Wie es ist früher! Alles ist gut! Gut! Würde ich deinen Stamm überhaupt als Häuptling haben wollen? Ja! Ich bin Moriks Sohn! Ich schlage Erhak! Ich bringe den Frieden! Puh, okay, Ach, dann muss ich ja gleich mit dem Nächsten reden. Was hast denn du jetzt zu sagen, Melok? Ich hatte gehofft, die Zeit in der Wildnis würde Erik stark machen. Tja, für einen Kampf gegen Erhak sehe ich schwarz. Erik ist zu schwach, ja. Er braucht noch viele, viele Monde. Zu viele. Sharlock wird gegen Erhak kämpfen müssen. Sharlock wird verlieren. Er ist kräftig, aber er ist kein Kämpfer. Ich konnte ihn mühelos besiegen. Dann ist alles verloren. Es wird Zeit, dass ich meinen Namen begrabe. Warte. Ich muss ohnehin Gawan befreien. Und ich bezweifle, dass Erhak ihn einfach gehen lässt, wenn ich ihn darum bitte. Was hast du vor? Ich fordere Erhak heraus. Du bist kein Ork. Nun? Was ist mit Eriks Amulett? Wenn ich es anziehe, bin ich dann einer? Ja, dann bist du Erik. Juhu! Von mir aus. Erhak muss die Herausforderung annehmen? Wenn er sich weigert, gegen Erik zu kämpfen, ist er kein Häuptling mehr. Dann gib mir den verfluchten Skaboos. Hier hast du ihn. Bevor du gehst, nimm dir, was du in meiner Kiste findest. Du wirst es brauchen. In Ordnung. Aber zuerst hole ich mir Eriks Seele. Warte. Was ist? Verberge Eriks Seele. Enthülle erst, dass du Erik bist, wenn du Erhak herausforderst. Warum? Erhak wird sonst den Kampf verweigern. Er glaubt nicht an Seelen. Aber die Orks vom Silbersee glauben daran. Wenn du ihn als Erik herausforderst, muss er kämpfen. Sonst ist er kein Häuptling mehr. Na schön. Gut, dass ich gleich ein Ork bin. Okay. Ja, alle wollen Orks sein. Das ist ja mal wieder wunderschön hier. Mana und Magiekraft. Ja, sowas brauchen wir auch. Elixier der sieben Winde. Okay. Das lernen wir jetzt gleich mal. Hier haben wir auch noch irgendwas gehabt. Was ist das? Ach ja, Potenzierung, Mana-Tränke und so ein Scheiß. Naja. Können wir irgendwas... Ah, wir können noch ein Vulkanglasschwert machen. Ja, nee, bitte nicht. Okay. Und, mein Freund, wie geht's? Scheiße, wie immer. Wieder ein Gespräch. Hör mal zu, Erik. Ich brauch dein Amulett. Mein Amulett? Deine Seele. Nein! Ich bin Erik. Du bist nicht Erik. Gib mir deine Seele, ich werde an deiner Stelle gegen Erhak kämpfen. Ich verstehe nicht! Du bist Erik, nicht wahr? Ja, ich bin Erik! Warum bist du Erik? Mein Name steht auf meiner Seele! Genau.
Wenn deine Seele also um meinen Hals hängt, hast du einen neuen Körper. Du wirst besser kämpfen können und Erhak besiegen. Ich? Willst du keine Rache für Morrig? Du hast recht. Ich werde deinen Körper tragen. Lol. Voll verarscht. Erik? Erik? Erik ist fort. Erik ist du. Okay. So. Jetzt sind wir Erik. Ich meine, ich Erik. Ich kämpfe gegen Erhak. Nee, Erhak ohne gegen. Hört sich besser an. Skaboos. Sollen wir jetzt zurück zu Skaboos oder? Ich glaube, da können wir uns auch hinporten. Porten wir uns doch da einfach mal hin. Wahrscheinlich kommen wir jetzt irgendwie zur Anfangsinsel oder so ein Scheiß. Ich kann ja nicht auswählen, wo ich mich hinporte. Hallo Mars! Ja? Ach ja, Ladebildschirm, was auch sonst. Wer hätte es erwartet? Ich frag mich, was da so blau leuchtet in der Mitte. Vielleicht irgendwie so das so Oberschild-Item, das wir dann noch bekommen. Oder sowas. Da können wir was einsammeln. Snapperkraut. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so, ich bin richtig gelandet. Cool. Teichkraut und was ist das andere? Dunkle irgendwas. Dunkle Machenschaften. Okay. Soll ich jetzt schon Skaboos machen? Ja, machen wir jetzt schon mal Skaboos. Skaboos! Akbosch! Skaboos? Skaboos! Nein. Hier hast du das stinkende Gesöff. Hier hast du das stinkende Gesöff. Leck stinkend. Lecker. Total. Gut, dann mach jetzt das Tor auf. Skaboos hier. Tor auf. Moment. Darum! Dina! Daruk! Tor! Sofort! Lebt Gawan noch? Lebt Gawan noch? Baron lebt. In Käfig. Aber lebt. Gawan ist in einem Käfig? Gawan ist in einem Käfig? Schwer der Erhak im Käfig. Jetzt selber im Käfig. Großer Baron. Jetzt kleiner Mann. Warum hilfst du Erhak? Warum hilfst du Erhak? Erhak, besser als Silbersee-Stamm. Zeigt uns Kampf. Stamm dumm. Lernt nix. Ich schlau. Ich lerne. Was hat Erhak vor? Was hat Erhak vor? König Erhak macht Stamm reich. Jetzt Baron in Käfig. Bald Stamm in Burg. Dann Orks Chef. Ich Häuptling. Oder Baron. Was wird aus deinem Stamm? Was wird aus deinem Stamm? Alle in Burg. Krieger für Erhak. Starke Krieger. Menschen fürchten Orks. Leben in Höhle. Wie Orks. Warum hast du dein Amulett? Warum hast du dein Amulett? Ja, gesagt. Ich besser Ork. Viel Skaboos. Viel Gold. Ockbosch will. Ockbosch kriegs. Wo ist Erhak genau? Wo ist Erhak genau? In großer Höhle. Auf Thron. Mit Leibwache starke Orks. Erhak König! Wer gehört zu Erhaks Leibgarde? Wer gehört zu Erhaks Leibgarde? Orks. Große Orks. Freunde von Erhak. Sehr stark.
Hey, Ogbosch. Hey, Ogbosch. Jetzt mach mal die Tür auf. Na, danke schön. Alter. Lebst du noch? Geht's dir? Skala? Was? Hast du gerade mit mir geredet? Junge! Ich hab da irgendwie... Ach nee, es war das Feuer. Das war das Feuer. Gibt's hier noch in den Ecken irgendwas versteckt? Nö, okay. Dann gehen wir jetzt in die Höhle der Orks. Heißt wahrscheinlich nicht so, aber ich nenn's so. Okay. Kann ich mit dir noch reden? Uchagala? Ja, genau. Hören, Mensch. Was ist denn los? Was ist denn los? Stamm nicht glücklich. Erhag nehmen alle Seelen. Ich wollen Seele zurück. Alle wollen Seele zurück. Warum hat Erhag eure Seelen einkassiert? Warum hat Erhag eure Seelen einkassiert? Sollen arbeiten, Holz fällen, Steine schlagen, kämpfen. Daruk kein Krieger. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn? Frieden. Ruhe. Leben mit Menschen. Lord Gavan, netter Baron. Lord Gavan, helfen Stamm. Warum jagt ihr Erhag nicht einfach? Warum jagt ihr Erhag nicht davon? Erhag, verstecken Orks Seelen. Erhag, böse Freunde. Orks aus Norden. Kämpfer. Schlagen uns. Zwingen uns Arbeit. Wir Sklaven? Nein, nicht Sklaven! Orks! Was hat Erhag vor? Was hat Erhag vor? Wir wollen Burg. Burg von Baron. Was wollen Orks Burg? Orks leben in Höhle. Erhag verrückt. Verrückt! Was würdet ihr machen, wenn Erhag weg wäre? Was würdet ihr machen, wenn Erhag weg wäre? Feiern. Viele Tage feiern. Gavan gehen Burg. Dann Frieden. Dann sag mir noch schnell, wo Erhag ist. Sag mir noch schnell, wo Erhag ist. Gehen, wo Feuer. Ist Erhag alleine? Ist Erhag alleine? Nein. Zwei große Orks bei ihm. Gefährlich. Du bleibst hier. Ich kümmere mich darum. Moment, du bist Daruk Oruks Bruder. Moment, du bist Daruk Oruks Bruder? Ja. Bruder von dummer Bruder. Gehen von Stamm. Tauschen Freiheit für Gold. Ich weiß nicht, wie ich es dir beibringen soll. Dein Bruder ist tot. Olo Maho! Melok sprechen wir! Auruk ersticken an zu viel Gold! Nein, Daruk. Auruk hat mein Dorf gegen Mörder und Räuber verteidigt. Ach, nicht ersticken an Gold. Gut. Daruk glücklich. Ja, ich wäre auch glücklich, wenn mein Bruder tot wäre. Natürlich. Naja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sehr gut. Wir haben überhaupt keine Zeichen. Wohin eigentlich? Naja. Der Part ist leider auch schon wieder zu Ende. Glaube ich zumindest. Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Aber es ist schon so. Naja. Dann sehen wir uns wieder, wenn ihr einschaltet zu einer neuen Folge zu Let's Play Arcania Gothic 4. Bis dann.